natürlichen Rohstoffe für Mauerziegel sind seit jeher Lehm und Ton in unterschiedlicher Zusammensetzung. Der Abbau erfolgt direkt neben dem Ziegelwerk im Bezirk Grieskirchen und immer nur bei guten Wetterbedingungen, damit die Materialien nicht zu feucht zur Verarbeitung kommen. Die notwendige Zusammensetzung hängt davon ab, welches Ziegelprodukt man erzeugen will. Für Dachziegel sind andere Eigenschaften notwendig als, wie in unserem Fall, für Hintermauerziegel, die später noch verputzt werden. Die ideale Mischung für die Ziegelproduktion setzt sich aus 5 bis 7 verschiedenen Lehmsorten zusammen. Nach der Zwischenlagerung auf der Halde wird der Rohstoff mit einem Radlader zum Kastenbeschicker gebracht. Hier beginnt die Aufbereitung des Materials. Im Kollergang kneten 2 Walzen mit je 20 Tonnen den Rohstoff und drücken ihn durch Siebplatten. Durch die Zugabe von feinem Sägemehl kann man nach Bedarf auch porisierte Ziegel herstellen. Die Poren im Ziegel erhöhen die Wärmedämmeigenschaften, die heute für den Energieausweis besonders wichtig sind. Seine optimal gleiche Körnung für die Produktion bekommt das Material in 2 Walzwerken. Zum optimalen Feuchtigkeitsausgleich erfolgt im Sumpfhaus noch eine Zwischenlagerung. Der sogenannte Maugprozess bewirkt hier die gleichmäßige Durchfeuchtung und Homogenisierung des Materials. Um gut verformbar zu sein, wird dem aufbereiteten Lehm Wasserdampf zugegeben und er wird durch eine Strangpresse geschickt. Der Doppelwellenmischer knetet die Verarbeitungsmasse zum letzten Mal durch und presst sie in die Vakuumkammer. Hier wird den Tonschnitzeln die Luft entzogen. Eine Pressenschnecke sorgt im Zylinderkopf für die Materialverdichtung der Ziegel, deren Form im Laufe der Zeit optimiert wurde. Am Ende sitzt eine spezielle Form, das sogenannte Mundstück, das dem Ziegel ein spezielles Lochbild und die äußere Form gibt. Die Löcher werden durch sogenannte Kerne als Negativform zum Loch gebildet. Diese Kerne sind an einer Konstruktion befestigt, durch die der Ziegellehm herumgepresst werden kann. Und zwar möglichst gleichmäßig, frei von Spannungen, damit der noch feuchte Ziegel später auch gut getrocknet werden kann. Nach dem Trocknen und Brennen wird der Rohling mit einem Werkstempel versehen und vom elektronisch gesteuerten Abschneider in die richtige Höhe geschnitten. Mittels Trocknerlatten werden die nassen Ziegelrohlinge auf die Trocknerwagen gestapelt und danach rund einen ganzen Tag lang gebrannt. Auf seiner langen Reise durch den Ofen wird der Ziegel ja zuerst einmal erwärmt, dann einige Stunden bei knapp 1000 Grad gebrannt und nachher kontrolliert abgekühlt. Die dabei anfallende Kühlenergie wird vollständig für den Trocknungsprozess wiederverwendet. Und auch neue Brennertechnologien, moderne Steuerungen haben es ermöglicht, in den letzten Jahren den Energiebedarf bei der Ziegelherstellung erheblich zu reduzieren. Die gebrannten Ziegel werden dann auf der Entladeanlage lagenweise vom Ofenwagen genommen, gruppiert und einzeln der Schleifanlage zugeführt. Am Ende wird jeder Planziegel millimetergenau geschliffen und erhält so eine exakte Oberfläche. Das erleichtert die Verarbeitung und optimiert die Wärmedämmung der fertigen Wand. Ganz im Sinne der Regionalität werden die Ziegel aus den beiden Werken in Weibern und Beuerbach auch weitgehend im Raum Oberösterreich und Salzburg weiterverarbeitet. Nachhaltigkeit begleitet den Produktions- und den Produktzyklus. Nach dem Ende des Abbaubetriebs werden die Gruben rekultiviert. Es entsteht neuer Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Es entfallen keine Problemstoffe an, keine Abfälle, keine Abwässer bei der Ziegelproduktion. Und nach der Nutzungsdauer ist Ziegel problemlos recycelbar. Neben Holz, Stein und Pflanzenfasern ist Ziegel der älteste Baustoff der Menschheit. Bis heute schätzt man die Möglichkeit, aus nachwachsenden Rohstoffen und mit einfachen Mitteln ohne Chemie einen Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften herstellen zu können, der sich auch leicht verarbeiten lässt.